Ganz herzlich willkommen zu Wissen hier bei TechTime TV. Liebe Zuschauer, das ist die Sendung, in der Sie die Macht haben. Sie senden uns Ihre technischen Fragen. Ich werde sie an Christian weitergeben und der Mann hat die Antworten. So einfach geht das Spiel. Die Macht fand ich gut. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Vorab gleich das Böse. Bitte keine Fragen zum PTV, die können wir nicht beantworten. Dafür haben Sie Hotlines bei den PTV-Sendern oder wir haben ja nur einen. Also bitte da anrufen und nicht bei uns. Da können wir keine zuverlässigen Angaben geben, vor allen Dingen nicht bei der Umrüstung auf NDS, ob dann die alte Kiste dann noch funktioniert oder nicht, das wissen wir auch nicht. So, jetzt. Los geht's. Reinhard Frischkorn hat uns geschrieben. Seit einigen Monaten verfolge ich Ihre Wissenssendungen mit großem Interesse. Nun habe ich selber ein Problem, das ich gerne von Ihnen gelöst haben möchte. Ich möchte meinen alten Panasonic-Fernseher TX32LE aus dem Jahr 2007 gerne ins Heimnetzwerk einbinden, um aufgezeichnete Videos und Filme vom NAS und vom Technisat Digicorder Isio S zu sehen. Welches Gerät würden Sie empfehlen und oder ist dies mit dem alten TV überhaupt nicht möglich? Letzteres stimmt, ist nicht möglich, denn der ist nicht netzwerkfähig. Also ich glaube, Sie müssen schon mal die Sparbüchse wieder auseinanderkloppen und sich einen neuen Flachbildschirm mit, am besten gleich mit WLAN, zulegen. Dann funktioniert es auch. Und schon sind wir bei Markus Stude. Der fragt, ich habe einen Technisat Technistar S2 Plus. Ich nutze viel die Record-Funktion, also zum Aufnehmen, und habe eben das Timeshift genutzt. Beim Weiterschauen stellte ich fest, dass ich den soeben aufgezeichneten Teil des Films nicht vorspulen kann. Auch nach dem festen Abspeichern nicht. Mir wird diese Funktion und jede weitere Geschichte im Bearbeitungsmenü durch den Eventanbieter oder so ähnlich verweigert. Warum? Mhm. Da geht es aber nicht um öffentlich-rechtliches Fernsehen, sondern um die Angebote von HD+. Da ist es in der Tat so, Sie sollen nicht nach vorne spulen, denn Sie sollen nicht über die Werbung rübergehen, was wir ja alle ganz gerne tun. Der Werbekunde möchte es nicht und somit möchte es eben der Programmanbieter auch nicht. Und das ist das große Handicap. Der nächste Herr heißt Andreas Geilert und er hat wohl Signalzusammenbrüche, denn er fragt, welche Satzspiegelgröße brauche ich, damit ich auch bei Starkregen keinen Sendeausfall habe. Zurzeit nutze ich einen 80 cm Spiegel, habe aber im Erzgebirge damit immer noch Ausfälle. Also Starkregen ist ein großes Problem und wir müssen damit rechnen, dass unsere Antennen vielleicht eines Tages etwas größer sein müssen. Das ganze Klima hat sich geändert und wir haben vermehrt Starkregen. Allerdings, bevor Sie es jetzt auf diesen Starkregen schieben und ich weiß auch nicht, wie stark Ihr Regen ist, sollten Sie schon mal prüfen oder prüfen lassen, ob Ihr Spiegel, 80 cm ist immerhin ziemlich groß, auch wirklich optimal ausgerichtet ist. Aber gegen richtigen Starkregen können Sie nichts tun, selbst im Uplink mit 12 Meter Antennen funktioniert dann auch der Uplink für ein paar Minuten mal nicht mehr. Über dem Kopf von Siegfried Hannerer schwebt ein großes Fragezeichen. Er hat uns geschrieben, hiermit bitte ich um einen Aufruf für eine private Hilfe für den VU Plus Duo 2 SAT-Receiver. Das machen wir jetzt, lieber Siegfried. Ich hätte da nämlich einige Fragen zu den Einstellungen, wie man zum Beispiel Plugins lädt, Einstellungen und so weiter. Ich suche also jemanden, der auch so einen Receiver hat und sich gut auskennt. Ich bin zu Hause in Rohrbach, Oberösterreich. Servus. Und suche jemanden, der zu mir nach Hause kommen kann. Na gut, also wenn sich jetzt unter unseren Zuschauern ein Privatlehrer im österreichischen Raum befindet, ist die eine Sache, ist gut, wir vermitteln da auch gerne, aber Sie können sich es also wesentlich einfacher machen, denn es gibt bei uns den V-Plus Workshop. Der läuft schon eine ganze Zeit lang, aktuell natürlich bei uns auf dem Sender. Wenn es um ältere Abfolgen davon geht, dann schauen Sie doch bitte einfach mal auf YouTube oder auf der VU Plus Homepage nach. Da kriegen Sie wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt reisen wir in die USA, beziehungsweise wird das Urs Feller machen. Er schreibt nämlich, ich werde im November in die USA versetzt und habe auch schon eine schöne Mietwohnung gefunden. Natürlich möchte ich dort Satelliten-TV-Empfang haben. Und an ein Pay-TV-Paket habe ich auch gedacht. Meine Frage, kann der Vermieter bei der Installation einer Antenne auf dem Balkon genauso viele Probleme machen wie hier in Deutschland? Süß, oder? Nein, genauso viel macht garantiert nicht.
Wenn Sie einen Balkon dafür hernehmen, ist es innerhalb des Balkons, das heißt nicht an der Auswand raushängen, dürfen Sie es auf jeden Fall bis zu einem Meter. Das schreiben die FCC-Regularien vor. Sie können auch mal dahin gehen, fcc.gov. Da kriegen Sie mehrere Hinweise noch dazu. Der Landlord oder der Hausbesitzer kann natürlich schon sagen, bitte an die Außenwand keine Schrauben bohren oder sonst irgendetwas. Das ja, aber innerhalb des Balkons, innerhalb eines Raumes, der nicht außerhalb der Außenwand ist, da geht es ohne Zweifel und eben bis zu einem Meter. Mit Ausnahme von Alaska, da ist die Schüsselgröße unbegrenzt. Jetzt hoffen wir, dass er einen Balkon hat. Ich sage einfach mal, er hat einen. Oder? Muss er ja. Ja, ist klar. Ich meine, es ist immer ein Gespräch mit dem Besitzer des Hauses. Hallo, kann ich da was tun? Oder die haben vielleicht schon eine Gemeinschaftsantenne obendrauf. Also es ist dort leichter. Auch diese ganzen Regularien, das ist wesentlich einfacher als bei uns hier. Denn bei uns hat man einmal das Gesetz, das Gemeindegesetz. Dann hat man das Gesetz des Hausbesitzers und der Ehefrau und was weiß ich alles. Viel Spaß in den USA. Jetzt muss ich sagen, bei unserem nächsten Zuschauer, da möchte ich gerne mal Gast sein. Okay. Warum? Wenn dann das fertig ist, was da jetzt kommt. Pass auf. Dieter Mohl. Dieter Mohl schreibt nämlich, ich baue meinen Keller mit 90 Quadratmetern als Kino aus. Cool, oder? Richtig cool. Ja. Verschiedene Beamer habe ich bereits getestet, doch keiner lieferte mir die verlangte Bildqualität. Auf einer Regionalmesse sah ich ein großes Display ohne Firmennamen drauf, das genau die von mir erwartete Videoqualität lieferte. Die Diagonale lag bei circa 2,5 Metern. Ein Fachhändler vor Ort konnte mir nicht weiterhelfen. Und so frage ich den Doktor meines Vertrauens. That's him, baby. Okay. Gibt es einen 4K-Fernseher in dieser Größe, der auch noch ein gewölbtes Display hat, Herr Doktor? Okay, also wenn Sie jetzt Sparschein, haben wir vorhin schon mal gehabt, wenn Sie das jetzt wieder kaputt schlagen und Sie entdecken da drin so rund 90.000 Euro, dann können wir Ihnen weiterhelfen. 105 Zoll, also es entspricht ungefähr der Größe, die Sie ja gerne haben möchten. Gewölbter Bildschirm und nicht 4K, nein, 5K mit einer, und zwar wären das 5.120 mal 2160 Bildpunkte, das ist doch schon mal was. Und das Ganze im 21:9 Kinoformat. Dazu kommt dann noch ein 7.2 Soundsystem von LG. Also ich meine, geschenkt eigentlich. Und das Gerät gibt es aber im Moment noch nicht in Deutschland. Soll jetzt aber in den nächsten Monaten hier auf den Markt kommen. Das zahlt aus der Portokasse. Ich hoffe, wenn der Rest auch so teuer war, ja. Thomas Menning schreibt, nach einigen Jahren beruflicher Tätigkeit vermisse ich hier in Deutschland das peruanische Fernsehen, vor allen Dingen TV Peru. Ich weiß, dass dieser Sender über den Amazonas 2-Satelliten auf 61 Grad sendet. Sie haben einmal gesagt, dass man vom eigenen Standort aus theoretisch alle Satelliten empfangen kann, die sich bis zum 75 Grad in Richtung Westen oder Osten befinden. Leider waren alle meine Versuche mit einer 1,6 Meter Antenne erfolglos. Mein Standort ist 10,4 Grad Ost. Das müsste doch klappen. Was mache ich falsch? Es klappt nicht ganz. Schauen Sie sich jetzt hier mal den Footprint an. Wenn Sie sehen, dass das Signal dieses Senders oder dieser Sender überhaupt genau auf Südamerika ausgerichtet sind. Und da kommt bei uns überhaupt nichts mehr an. Auch mit einer riesengroßen Antenne würde das dann nicht mehr klappen. Die Theorie mit den 75 Grad Ost und West, die stimmt schon. Nur Voraussetzung ist völlig flach, gute Sicht nach beiden Seiten, dann würde das funktionieren. Aber entscheidend ist letztendlich immer der Footprint des jeweiligen Transponders oder des Satellitens. Werner Sattler mit einer quasi optischen Frage. Bei der Eigentümerversammlung in unserer Siedlung wurde uns empfohlen, für die SAT-Empfangversorgung auf den optischen Satellitenempfang umzusteigen. Hierbei müssten die bestehenden Kabel zu den einzelnen Wohnungen nicht erneuert werden und die defekte Kopfstation werde nicht mehr benötigt. Mehr haben wir bei dem Fach Chinesisch nicht verstanden. Ist der Umstieg für uns wirklich sinnvoll und kostensparend? Ja, das ist in der Tat, also die Verteilerschränke, Kopfstellenschränke, alles das fällt weg. Selbst wenn die dann kaputt ist, glaube ich, die war kaputt, ne? Ja, anscheinend, ja. Können Sie es eigentlich wegschmeißen. Sie gehen mit einem optischen Kabel ins Haus hinein, bis zu einem Konverter, der setzt die Signale wieder um und bringt sie dann in das Kabel, das ja bei Ihnen schon vorhanden ist, hinein. Und das ist eigentlich die ganze Sache dabei. Also optisch ist auf jeden Fall ein Vorteil.
bin ziemlich sicher, die Silke mag überhaupt keine Kabel. Kann das man auch ganz gut verstehen. Damen mögen keine Kabel. Nö, das stimmt. Grundsätzlich nicht. Ne? Ich sieht ja auch schön. Doof aus. Nö. Also, Ruhe jetzt. Diese Berge da hinter den Geräten. Ist ja, super. Total gemütlich vor allen Dingen. Also sie schreibt jedenfalls, wir haben 3 TV-Geräte und 3 Tablets. Wie können wir kabellos Zugriff auf SAT-TV-Programme erlangen, sowohl in den 3 Räumen als auch im Garten? Die TV-Geräte sind alle dieses Jahr angeschafft worden und sind WLAN-fähig. Na, ist doch schön, dann haben Sie eigentlich alles, was Sie haben müssen. Es fehlt noch eine kleine Box, und zwar eine SAT-Over-IP-Box. Das ist eine von einem Hersteller, gibt es von anderen Herstellern genauso. Das heißt, Sie können jetzt erst einmal zum Beispiel 4 Teilnehmer damit verbinden, sind es wesentlich mehr Teilnehmer. Dann können Sie eine zweite Box kaufen, so teuer sind die gar nicht, und können die parallel schalten. Dann können Sie wieder doppelt so viele Teilnehmer haben, wenn er jetzt nach Besuch kommt, auch mit dem iPad, was weiß ich auch immer. Die sagen, ich will im Garten ganz woanders sitzen, ich will mit euch nichts zu tun haben, ich gucke meinen Film, kann der dann auch noch. Also die Lösung ist SAT over IP. Schauen Sie mal im Internet nach, was da für Anbieter sind. Wenn es um die Qualität geht, können Sie uns gerne nochmal fragen. Jetzt hat uns Harro Neumann geschrieben. Im Folgenden geht es beim Telstar 12 auf 15 Grad West um den Sender Fight Network HD. Nach Inbetriebnahme der Anlage war er frei empfangbar, nun ist er verschlüsselt. Verschlüsselungssystem Power VU. Kann man für diesen Sender eine Karte oder einen Receiver bekommen? Nein, kann man nicht. Das ist eine kanadische Firma, und das sind Kabelzuspielungen, die machen natürlich hier auch nach Europa rüber. Hier im Kabel haben wir es nicht, soweit ich das weiß. Sie können also keine Karte bekommen. PowerView wird auch ohne Karte gefahren, davon mal abgesehen. Können Sie nicht, aber Sie können zur Homepage von diesem Kanal gehen. Da sind einige Filme, die können Sie sich anschauen. Jetzt fragt Herr Kösch, ich habe den TV Toshiba 42 SL 863G. Leider ist der Sound sehr schlecht, kein Volumen, kein Bass. Es klingt wie aus einem alten Transistorradio. Jetzt möchte ich mir eine 2.1 Soundbar zulegen. Worauf ist dabei zu achten? Eine ganze Menge. Also wir haben in unserem Programmteil Sounds mal 3 Soundbars ausprobiert. Eine, den Onkyo LST10 für 350 Euro, dann den Canton DM9 für 440 Euro und zum Schluss einen billigen Samsung für unter 100 Euro. Die Ergebnisse waren, den Samsung konnte man wirklich vergessen, der hat sich nicht viel besser angehört als jetzt das, was wir da erleben mit diesen Transistorradio-Lautsprechern in den Flachbildschirmen drin. Gut war auf jeden Fall der Onkyo, oder eigentlich schon fast sehr gut. Und sehr, sehr gut war dann der Canton. Kostet natürlich eine Menge Geld, 440 Euro. Das ist fast schon der Preis von einem Flachbildschirm. Aber billige sollten Sie auf keinen Fall kaufen. Das ist enttäuschend. Oder Sie machen eins, Sie schließen die heimische Stereoanlage mit an. Haben Sie eine zweite Fernbedienung natürlich nötig für die Stereoanlage, aber das wäre wahrscheinlich der beste Sound. Sind wir schon bei der letzten Frage. Die ist lang, ne? Die ist ziemlich lang, aber ich finde das Thema super, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, beziehungsweise weitergegeben habe. Ich kenne die Frage. Ne? Haben wir noch nicht gehabt. Ja, die Spannung steigt bei Ihnen, liebe Zuschauer. Also Stefan Göbel hat diese Frage gestellt. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Fernsehkonsum der Kinder etwas einzuschränken. Die vorhandenen Kindersicherungen der Fernseher oder SAT-Receiver sind nicht wirklich optimal und benutzerfreundlich und zu umständlich. Gibt es SAT-Receiver mit einer etwas umfangreicheren Kindersicherung? Receiver, auf denen sich zum Beispiel eine App installieren lässt, mit der man ähnlich wie auch auf PCs möglich Zeitfenster und Zeitlimits einstellen oder einrichten kann. Hier nennt er Beispiele, wochentags von 16 bis 21 Uhr, maximal 3 Stunden. So lange gucken gegen Fernsehen? 16 bis 21? Das war ein Beispiel. Okay. Also ich habe bislang diesbezüglich nirgendwo etwas finden können. Ich hoffe, dass mir das TechTime-TV-Team vielleicht helfen kann. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ich finde Ihre Sendungen echt informativ und abwechslungsreich. Dankeschön. Also Kinder jetzt einzusperren in einen fernsehfreien Raum, glaube ich, macht man nicht. Aber diese Lösung, ich finde das spannend, was Sie da fragen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es schon erfunden ist. Jedenfalls nicht so umfangreich, wie Sie das jetzt geschildert haben. Es ist eine recht aufwendige Kindersicherung, und ich fände es gut, wenn es tatsächlich gäbe. Und es scheint mir ein interessantes Projekt zu sein für einen App-Entwickler. Also ich kenne kein so ein System. Wenn ein Zuschauer so etwas kennt, dann schreiben Sie es uns bitte. Und das war's. Das war's, ne? Gehen wir nach Hause. Ja, zu unseren Kindern. Gehen wir zu unseren Kindern, vom Fernseher weg. Stellen wir den Fernseher an. Ach so, ja, Babysitter, ne? Fernseher einschalten.
was auch immer. Mhm. Es war mir eine große Ehre und ein noch größeres Vergnügen mit dir. Mir auch. Also nach so langer Zeit, wie lange ist es? Keine Ahnung. Gestern Abend noch gesehen, aber jedenfalls alles Gute für Sie. Her mit Ihren Fragen. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr. Mhm. Und gehen Sie doch bitte zu Facebook und besuchen Sie uns da. Werden Sie irgendwas los, was Sie loswerden wollen, außer technischen Fragen, die nicht, die gehen über die Homepage. Ansonsten können Sie uns alles erzählen, was Sie uns erzählen wollen. Wir erzählen Ihnen dort auch alles. Nicht ganz alles, aber fast alles. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt ist die Frage fromm. Komm. Also. Jetzt ist die Frage fromm. So. Kennst du das? Das habe ich schon dreimal hingekriegt, sowas. Kannst du nochmal versuchen, dritte? Ja, ich versuche es jetzt zum dritten Mal. Aber nicht mit Absicht. Das ist unfair. Jetzt ist die Frage fromm. Ich hol mal was zu trinken. Ich wusste es. Ich habe ihr Gesicht gesehen von der Seite.